dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Die Geschichte der Juden in Rostock erstreckt sich nicht über die vollen 800 Jahre. In der langen Geschichte der Stadt gab es 3 jüdische Gemeinden. Eine Urkunde für die Bereitstellung eines jüdischen Friedhofs lässt darauf schließen, dass es bereits im Jahre 1260 eine jüdische Gemeinde gegeben haben muss. Leider sind nur wenige Quellen zum Leben dieser Gemeinde in Rostock erhalten. Nachweisen lässt sich jedoch, dass sie im Jahre 1350 aus der Stadt vertrieben wurden. Die Juden hielten als Sündenböcke für die aufkommende Pest her und Rostock war politisch bereits so sehr erstarkt, dass es sich über Schutzbriefe der Fürsten hinwegsetzen konnte. Eine richtige Gemeinde findet sich erst wieder um das Jahr 1870, mit der Gründung des Norddeutschen Bunds, dessen Gesetze auch für die freie Hansestadt galten. Das Freizügigkeitsgesetz erlaubte es jedem, unabhängig von seinem Glauben, dort zu siedeln, wo er wollte. Die Stadtbevölkerung zeigte sich kooperationsbereit. Man kann nur nicht sagen, dass die Stadt sie mit offenen Armen empfangen hat, aber sie haben sich nicht dagegen gestellt und sie haben eigentlich auch der neuen Gemeinde Möglichkeiten geboten. Also da hat die Stadt vom städtischen Friedhof, dem heutigen Lindenpark, also dem alten Friedhof, einen Teil abgegrenzt für den jüdischen Friedhof. Und auch als dann die Synagoge 1902 eingeweiht wurde in der Augustenstraße, da waren alle da. Also da waren nicht nur die jüdische Gemeinde und die befreundeten jüdischen Gemeinden und Vertreter da, da war auch die Stadt. Also da war die Kooperation der Kaufmannschaft da, da waren Stadtvertreter, Politiker waren da. Dass die Juden sich hier gut integriert fühlten, zeigt die Geschichte der Familie Josefi. Da gibt es die Familie Josefi, die seit 1700, Anfang des 18. Jahrhunderts in Schwaben gelebt haben, die dann 1890 nach Rostock gezogen sind. Die waren Getreidehändler. Und die waren eben über Generationen hier. Die haben sich in erster Linie als Mecklenburger gesehen, dann als Deutsche und dann als Juden. Die waren sogenannte assimilierte Juden. Und die haben auch am Ersten Weltkrieg teilgenommen, weil sie für dieses Land, dieses Deutsche Reich, was ihnen so viele Möglichkeiten gegeben hat, eben jetzt dahin zu gehen, wo sie wollten und Berufe auszuüben, wollten dafür sich auch dankbar erweisen und wollten für dieses Land im Ersten Weltkrieg kämpfen. Ein langsam aufkommender Antisemitismus ist in Rostock erst nach dem Ersten Weltkrieg nachweisbar. Beispielhaft dafür steht wieder eine Geschichte der Familie Josefi. Richard Josefi, der war Anwalt, eben einer von diesen, wie ich sage, alteingesessenen, assimilierten Juden, der schreibt einen öffentlichen Aufruf in der Zeitung 1921 oder 22, dass mal wieder seine Kanzleiplakette, wo sein Name draufsteht, mit einem Hakenkreuz beschmiert wurde. Und das häuft sich dann in den 20er Jahren. Da gibt es ganze Prozesse. Und natürlich waren gerade die, die in der Öffentlichkeit standen, die Juden angreifbarer und leichter zu beschimpfen und zu beleidigen. Der Hass gegenüber den Juden steigerte sich bis zu der Machtübernahme der Nationalsozialisten stetig weiter. Mit diesem Hass verstärkten sich auch die Bemühungen der jüdischen Bürger, ihre Heimat zu verlassen. Nach dem Brand der Synagoge im November 1938 gab es eine erneute große Auswanderungswelle. Für die Juden, denen es bis dahin nicht gelungen ist zu fliehen, bestand nur wenig Hoffnung. Dokumente zeugen von dem Schicksal der letzten Juden in Rostock und ihrer Deportation. 1942 waren im April Bombenangriffe auf Rostock, war ein Großteil der Innenstadt zerstört und viele mussten, ja, ihre Wohnungen waren zerstört, mussten dann auch zusammenziehen. Also da waren dann so sogenannte Judenhäuser, wo dann eben Juden, die dann nicht mehr bei Nichtjuden leben durften, mieten durften, die selber auch kaum Wohnungen hatten, die sind dann beispielsweise in den Patriotischen Weg 16 zu Paula Blach gezogen. Die hatte noch glücklicherweise ein eigenes Haus, wo dann auf engstem Raum viele leben konnten. Und die sind dann aus diesen Häusern, das kann man auch auf der Deportationsliste dann sehen, eben im Juli von dort aus deportiert worden. Was eigentlich noch mit das Schlimmste bei dieser ganzen Sache dann noch ist, dass dann die Menschen, die dann zum Bahnhof sich zu einer bestimmten Zeit, 6.45 Uhr am Bahnhof einfinden sollten. Um 7.01 Uhr ging dann der Zug.
dass sie dann auch noch die Zugfahrkarte dann noch bezahlen mussten. Also das ist dann noch irgendwie mit am schrecklichsten eigentlich. Nach dem Krieg formten sich neue Gemeinden in der Region. Doch in Ostdeutschland kam das Gemeindeleben, bedingt durch die Politik der SED-Regierung, schnell zum Erliegen. Mittlerweile wurde eine neue Gemeinde in Rostock ansässig, welche zum größten Teil aus ehemaligen Bürgern der UdSSR besteht. Also die Gemeinde besteht schon von Jahre 1991. Und dann am 94, wir haben die neue Gemeinde gegründet, also erst war das eine israelitische Landesgemeinde, dann Rostocker staatliche Gemeinde 94 und ja, am 96 wir haben Staatsvertrag also unterschreiben und von dieser Zeit also existieren wir, so wie heute. Ich stehe hier immer und die Leute kommen und wir beten und wir feiern auch. Im Prinzip, ich wünsche, dass unsere Gemeinde so wie möglich existiert bis zum Ende, also so wie soll das sein. Amen.